Moin liebe Leute, herzlich willkommen bei Top Training Cast und moin liebe Fortnite-Sammelkarten-Fans. Wir sind wieder da mit einem neuen Video und ich habe es euch versprochen und heute gibt's es. Und zwar richtig aggro. 50 Booster Fortnite Panini Trading Card Series 1 bedeutet, zwei ganze Displays sind 48 Packs. Ja, und weil ich ja 50 sage, muss ich nochmal zwei dazulegen. Lasst uns mit den beiden, die ich rausgelegt habe, beginnen. 50 Booster, was glaubt ihr, was können wir ziehen? Gebt doch mal eine Prediction ab. Schreibt mal unten rein, was glaubt ihr, was ziehen wir? Wie viel Legendary, wie viel voll werden's? Ich würde sagen, lasst uns einfach mal gucken. Wir brauchen ja auch Karten, um die schnell zu sortieren, um für euch das komplette Mappen-Update zu machen. Habt ihr Bock auf das Mappen-Update? Wollt ihr mit uns zusammen Mappen-Update machen? Wenn uns eine Karte fehlt, vielleicht können wir tauschen mit euch und ihr helft uns, das Mappen-Update voll zu kriegen. Meldet euch dann einfach. Jetzt erstmal 50 Booster, gebt euren Vorschlag ab. Was ziehen wir? Wir starten rein mit Pack Nummer 1 in ein absolutes Mega-Unboxing von Fortnite. Das ist das Rare-Outfit vom Bright Bomber. Also wir machen mal einen Rare-Stapel. Dann machen wir einen Epic-Stapel, wir machen einen Legendary-Stapel und wir machen natürlich einen Vollstapel. Und dann sieht man ja am Ende, war das jetzt ein geiles Unboxing oder waren die total schüppe, die Displays? Drumgun und Patty Wackler. Okay, lasst uns starten. Das hier ist das nächste Rare-Outfit, das ist Riot. Zweite Rare. Wir legen es mal so rum, dann können wir das am Ende besser sehen. Come on, come on, come on. Und hier den Gatekeeper, Harvesting Tool und Brainiac Uncommon Outfit. So, jetzt geht's nämlich schon los mit den Displays. Lasst uns mit dem hier anfangen. Folie runter. Siegel auf. Und auf geht's. Pack Nummer 3. Rare Outfit Jump Shot. Auch wieder nur Rare, wieder nicht voll. Pricky Patroller und Scarlet Defender. Unsere Uncommon Outfits. Skins. Dann wieder nur ein Rare Outfit. Reflex. Card Nummer 190. Vierte Rare Outfit. Keine Epic, keine Legendary. Angular X. Und Grill Sergeant. Unsere Uncommons. Das nächste Rare Outfit ist Dazzle, 167 Kartennummer, wieder nicht voll, wieder nur Rare. Und der Striped Soldier und Pistol, also ersten Booster, ne, nicht zufrieden. Da muss man nur meckern, dann kommt eine epische. Und zwar die Epic Hollowhead, 221 ist die Kartennummer. Epic Hollowhead, die erste Epic, endlich. Kommt hier hin. Also Rare, Epic, Legendary, voll, wie auch immer wir es machen. Dann noch eine Rare dahinter. Das ist das Geile an so einem Pack. Wenn eine Epic oder eine Legendary drin ist, kommt automatisch dahinter ja noch die Rare. Das ist Bandolette. Die kommt hier auf unseren Rare-Stapel. Und Hayseed, ja, ankommen und schauen wir uns jetzt mal nicht groß an. Wir haben 50 Booster zu öffnen. Es gibt Wichtigeres. Ein Rare-Outfit von Mayhem, Card Nummer 181. Und was haben wir hier? Nogops, Uncommon und den Six-Shooter als Waffe. Wieder Rare-Outfit von Sash Sergeant. Wieder nicht voll. Also eine Epic bisher, das muss mehr gehen. Crimson Scout und Scorpion. Wieder Rare-Outfit Brilliant Striker, Card Nummer 159. Unsere Commons und dann haben wir den Medikit und den High-Rise Assault Trooper Uncommon. Den hatte ich, also als Uncommon ist der glaube ich wirklich Uncommon. Oh yeah! Es foilt! Alter, ist das nicht das Medikit? Uncommon Item Medikit, das ist echt selten. Das Medikit müsst ihr mal drauf achten, als Uncommon ist echt selten und wir haben es gezogen als Foil. Foil Medikit. Ist ja voll geil. Lege ich mal hier hin. Das lassen wir natürlich so. Nice. Dann den Sash Sergeant Rare Outfit, den wir eben schon mal hatten. Und dann haben wir hier den Burst Assault Rifle und die Lampe als Harvesting Tool. Ein bisschen Farm.
Dann Rare Outfit Fortune, Karte Nummer 172. Und, was ist das? 4 Common Whip, da waren 7 Karten im Booster. Nice. Ein 7 Karten Booster. Wir haben eine Karte mehr, yeah. Oh, der nächste Epic, der Skull Trooper als Epic. Da habt ihr mir schon öfter geschrieben, yo, Tito, die ist richtig, richtig nice. Also die nächste Epic und hinterher noch den Firewalker als Epic, als Rare. Auch richtig korrekt. Das war ein richtig gutes Pack. Und das darf gern so weitergehen. Es geht weiter mit dem Red Nose Rider Rare. Und Patch Patroller plus Semi-Auto Sniper Rifle. Wir gehen in die zweite Hälfte vom Display Nummer 1. Und denkt dran, wir öffnen 50 Booster, da kommt noch ein ganzes Display hinterher. Also wir sind noch lange nicht fertig in diesem Video. Und da kommt eine Legendary. Number 272. Legendary Outfit, der Love Ranger. Nice. Legendary, die erste. Müssen wir hier oben hinlegen. Foil. Ne, pass auf, die Foil kommt hier hin. Die Legend hier, die Epic hier, die Rare hier. Und da kommt nämlich noch eine Rare hinterher, das ist der Sunbird. Wie wir wissen, sind das dann die richtig guten Packs. Was haben wir hier? Rare Outfit Chromium. Und Exercise Tactical Shotgun. Rare Outfit Inside, Karte Nummer 175. Dominator Uncommon Skin Star Spangled Ranger Uncommon. Im nächsten Pack Epic und zwar Taro 244, die Kartennummer, die nächste Epic-Karte hierhin, der Red Nose Raider Rare hierhin. Es läuft langsam, Leute, es läuft. Wie viel Foil sind in einem Display? Eine nur, ne? Das heißt, die haben wir jetzt schon raus. Naja, dann Rare Outfit von Absolute Zero. Wultide Ranger Uncommon und die Assault Rifle. Im nächsten Pack Maximilian Rare, Excordian und Bunny Moon Uncommon. Dann Rare Outfit Rukus, Karte Nummer 194 und dann Tinseltoes und die Pump Shotgun. Wir nähern uns der Hälfte. Epic Outfit Dusk, Karte Nummer 208. Epic, nice. Und dann Blue Squire Rare hinterher. Das sind jedoch die liebsten Packs. Rare Outfit First Strike Specialist. Und dann Dark Leaf und Light Show Uncommon. Dann ist das hier ein Legendary Outfit. Das ist Rex, die nächste Legendary, die zweite. Zwei sind ja auch pro Display versprochen. Karte Nummer 286. Rex. Legendary Nummer 2, den Love Ranger hatten wir ja auch schon. Dann hinter noch eine Radiant Striker Rare. Und dann ist das Display gleich durch. Da kommt noch eine Rare von Cipher. Lampe und Armadillo Uncommon Skin. Dann eine Rare vom Skull Ranger. Und Red Nose Ranger und Sergeant Green Clover. Und letztes Pack aus dem Display, das ist ein Rare Outfit vom Sushi Master. Und dann haben wir noch Nightlife Uncommon Skin plus hier den Clinger. Gut, und als wäre das nicht genug, das waren jetzt 26 Booster und wir wollen 50 machen, also fehlen noch 24. Und 24 bedeutet, es kommt das nächste Display. Zack. Weiter geht's. Rare Sash Sergeant, die haben wir jetzt schon 1, 2, 3 Mal bestimmt. So Leute, ab jetzt gucken wir uns auch die Uncommons nicht mehr an. Jetzt heißt es nur noch Geballer. Epic oder Legendary oder irgendwas. Von mir aus die Rare, die schauen wir uns auch noch an. Das ist der Brilliant Striker. Ansonsten weg damit. Nur die oberste Karte. Wir wollen hier die geilen Karten umdrehen.
Rare Outfit Fortune, Karte Nummer 172. Dann haben wir Epic Outfit Shaul Trooper, Karte Nummer 214. Nice, die nächste Epic. Dann der Firewalker. Es sind ja dann auch noch immer eine Rare dahinter. Also Rare wird dann ziemlich voll. Rare Outfit Circuit Breaker. Rare sind schon einige. Ich glaube, das ist ja jetzt auch nicht wirklich was Besonderes. Ist ja in jedem Pack hier, sieht man die Triple Threat. Ist ja dann in jedem Pack drin. Rare Outfit Longshot. Oh, da kommt die Foil. Da kommt die Foil. Ist eine Rare, oder? Von wegen! Fate! Legendary Foil! Besser geht es nicht. Eine Foil pro Display, Legendary 2 pro Display und wenn dann jede Karte, die es ja als Foil gibt, die Legendary ist, Himmel, Arsch und Zwirn. Fate! Karte Nummer 266, Legendary Foil, gesellt sich da oben zum Medikit, dahinter noch eine Rare von Mayhem. Die können sich auch ruhig mal vertun. Ich nehme auch noch eine Foil im Display. So ist nicht. Mesmer, Rare Outfit. Stapel mal wechseln jetzt hier. Sonst kippt das mir um. Oh, Epic Outfit Aerobic Assassin. Da hatte ich letztes Mal die Crystal Shard von. Die Crystal Shard ist eine Karte, die es speziell in der Mega Blaster Box gibt. Die gibt es bei uns jetzt bald natürlich auch nochmal im Battle gegen die Tin. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Mega Blaster Box mit den Crystal Shards gegen die Tin Dose im Battle. Wo ziehen wir die besseren Karten? Rare Outfit Earhart. Dann ein Rare Outfit Midnight Ops. Und jetzt die letzten 12. 38 Booster sind auf. 39. kommt jetzt. Das ist Legendary Outfit Dire 262. Da haben wir die nächste Legendary. Die dritte, wir haben Rex. Wir haben hier den Love Ranger. Dann kommt Maximilian als Rare hinterher. So, jetzt noch zwei Epic wäre gut. Rare Outfit Rukus aus den letzten Packs, Leute. Was meint ihr? Gehen da noch zwei Epic? Rare Outfit Blue Squire. Hallo, wir wollen noch Epic. Was ist hier? Epic Mission Specialist. Jawohl. First Strike Specialist. Eine locker jetzt noch drin. Rare Outfit vom Radiant Striker. Komm schon. Eine Epic. Dann bin ich ruhig. Rare Outfit Cipher. Aber die will ich noch. Komm schon. Mach hinne. Am besten früher als spät. Sushi Master. Rare. Mann. Sind nur noch 4 oder 5 Booster. Es ist vollbracht. Sparkle Specialist. Epic. Kartennummer 236. Zack. Noch eine Rare hinterher. So, und das wäre jetzt Bonus. 4 Booster Bonus. Mal gucken, was noch kommt. Reflex Rare Outfit. Easy Money. Warte mal. Wir hatten noch 2 Legendary, oder? Die Foil. Und den Dire. Und jetzt dann die dritte Legendary. Wildcard. Kartennummer 298. Nice. Dann, also wir wollten eine Epic, die ist gekommen. Jetzt haben wir sogar noch eine Legendary mehr. 2 Legendary und eine Legendary voll. Warum nicht? Dann noch ein Rare Outfit vom Bundlet. Und im letzten Booster, Booster Nummer 50. Und dann gucken wir einmal schnell durch. Im Schnelldurchlauf Rare Outfit Mayhem. Das sind unsere Rares. Ein ziemlich geiler Stapel, wenn ihr mich fragt. Das sind unsere Epics. Und zwar haben wir da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Epic. Legendary. 4 Stück. Wildcard, Dire, Rex und der Love Ranger.
Und Foil ist das Rare, ne, das Uncommon Medikit geworden. Und die Legendary von Fate Card Nummer 266. Also das lief doch mal. 50 Booster Fortnite Trading Card Game. Ne, Trading Card Series 1, ein Game ist es nicht. Und im nächsten Video, wie versprochen, Tin versus Mega Blaster Box. Mega Blaster Box hat 12 Booster. Tin hat 6 Booster. Das heißt, wir müssen, um eine Vergleichbarkeit zu haben, 2 Tins gegen die Mega Blaster Box machen. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Schaltet wieder rein. Bis dahin. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Peace out. Macht's gut. Und haut da rein.